Die Basis für ein glückliches und erfülltes und gesundes Leben sind nun mal Bewusstsein, Bewegung und die erfüllte Wahrnehmung seiner Aufgaben. Die Hansestadt Lübeck, für die ich heute hier spreche, freut sich, dass diese Messe hier in der Hansestadt Lübeck stattfindet, dass sie so gewachsen ist und dass sie einen festen Bestandteil im Veranstaltungskalender gefunden hat. Ja, mein Name ist Stefan Kranz vom MC-Studio Fitness für Frauen hier aus Lübeck. Wir sind ein Fitness- und Gesundheitsstudio nur für Damen, seit jetzt mehr als 32 Jahren. Und wir freuen uns sehr, dieses Jahr der Bewegungspartner für die Lebensfreudemesse zu sein, wo wir unterschiedlichste Kurse darbieten, von Yoga über Pilates bis zu einer Zumba-Party. Wir sind heute hier auf der Lebensfreudemesse in Lübeck. Das ist für uns eine ganz besondere Freude, weil hier sehr viele interessierte Menschen sind, die offen sind für Bio und Nachhaltigkeit. Es gibt auch den Adler, das ist einfach nur so. Ja. Und ich kenne auch noch die Schlange. Was kennst du? Den Halbmond kenne ich auch noch. Ja, und den Baum. Den Baum halt. Ja, irgendwie so oder so zusammen. Ja, auch. Ach, zusammen geht das auch, okay. Oder so. Hallo, wir sind hier auf der Lebensfreudemesse mit unserem Kaffeestand, dem Coffee Bike. Und wir bieten hochwertige Kaffeespezialitäten an mit unserem mobilen Coffee Shop. Das, was wir anbieten, ist, unser Highlight-Produkt ist Makam Vegan Döner. Das heißt, alles, was wir hier am Stand anbieten, sind komplett fleischlos und Sie werden uns auf dieser Messe immer wieder zu sehen bekommen. Ich bin ja Deutschlands erste Emotionskünstlerin und setze im Endeffekt Energien und Emotionen um in Farben und Form. Das war die 21. Lebensfreudemesse in Lübeck. Unser Motto in diesem Jahr war Lebensfreude bewegt dich. Und die nächste Lebensfreude ist auch gar nicht mehr so lange hin, 11. bis 13. April im CCH.